willkommen, verehrte Damen und Herren, hier am Stand der Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte Wohnstadt. Wenn man sich hier auf der Messe umhört, dann gibt es immer wieder ein großes Thema. Es gibt zu wenige Wohnungen und diejenigen, die es gibt, die sind zu teuer. Wenn man vor einigen Jahrzehnten ein Auto gekauft hat, dann brauchte man dafür 20 Monatsgehälter und für ein eigenes Haus 100. Heute ist es so, dass man für ein Auto 5 Monatsgehälter braucht, aber für ein Haus 500. Also da wird schon sehr deutlich, dass da Ideen gefragt sind. Und darüber möchte ich mich mit meiner Expertenrunde in den nächsten 40 Minuten unterhalten. Herzlich willkommen, meine Herren. Herzlich willkommen, Günther Adler, Staatssekretär im Bundesbauministerium. Mike Josef, Planungsdezernent der Stadt Frankfurt. Dr. Westphal, vom Geschäftsführer hier von der Unternehmensgruppe. Herzlich willkommen auch Rainer von Borstel, Hauptgeschäftsführer vom Verband Baugewerblicher Unternehmer. Und Bernhard Faller, Geschäftsführer von Questio Forschung und Beratung. Herr Adler, das Ministerium hat einen Wettbewerb ausgelobt. Es geht darum, dass man das serielle Bauen aufgleisen möchte. Mit welchem Hintergrund, mit welcher Hoffnung hat man diesen Wettbewerb ausgelobt? Da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Der Hintergrund ist natürlich die Fragestellung, die Sie jetzt in den Vordergrund gestellt haben. Wie kriegen wir es hin, bezahlbar zu bauen? Denn bezahlbares Bauen sichert bezahlbares Wohnen. Das ist der Ausgangspunkt. Deshalb hat mit Beginn der letzten Legislaturperiode 2014 ein Bündnis angefangen zu arbeiten. Das Bündnis ist für bezahlbares Wohnen und Bauen. 20 Partner aus allen Bereichen der Immobilienwirtschaft, der Bauwirtschaft, die Gewerkschaften, der Mietervereine, natürlich das Bauministerium, Vertreter der Länder und der Kommunen waren jetzt 3 Jahre an einem Tisch zusammen. Am Anfang hat keiner 5 Euro drauf gewettet, dass das gelingen kann. Es ist aber gelungen. Wir haben sehr, sehr gut zusammengearbeitet. Wir haben ein Höchstmaß an Kommunikationskultur hergestellt, um gemeinsam aus dem jeweiligen Blickwinkel zu schauen, wo sind eigentlich die Kostentreiber, wo sind die Ursachen, dass wir zu wenig Wohnraum gerade in den Großstädten, in den Ballungsgebieten, in den Universitätsstädten haben. Wohlgemerkt auch immer mit dem Blick, warum haben wir diese enormen Leerstände im ländlichen Raum? Wie können wir das denn auffangen? Das gehört mit dazu, wenn wir eventuell noch 2 Sätze später zur Eigentumsbildung sprechen. Ein wichtiges Thema, das auch im Hinblick auf Altersarmut erörtert werden sollte. So, und wenn wir dann schauen, wie können wir Bauen bezahlbarer machen, ohne die Standards zu senken, dann gerät natürlich naturgemäß das serielle Bauen in den Blick. Womit nicht gemeint ist das Wiederbeleben der alten Platte aus den 70er oder 80er Jahren. Das soll es nicht sein, sondern es soll sehr qualitätsvolles Bauen sein. Es soll aber durch die hohe Stückzahl sichern, dass die Kosten gesenkt werden können. Nur durch eine hohe Stückzahl können wir dann tatsächlich dieses Ziel erreichen. Deshalb haben wir diesen Wettbewerb ausgelobt, der richtet sich an ein Konsortium, das Planen und Ausbauen zusammenbringt, das traditionell getrennt ist, was aber auch nicht heißen, das ist jetzt der generelle Weg der Bundesregierung, dass wir sagen, wir wollen das immer gemeinsam bringen, aber wir wollen schauen in Form eines Experimentes, wie kann das wirklich gelingen, dass wir qualitätsvoll die Preise senken können durch hohe Stückzahlen. Da gehört natürlich die Typengenehmigung für 16 Bundesländer zusammen, nur da, wo es zugelassen ist, wird es auch gebaut werden können. Und wie können wir Architekten und Wohnungswirtschaft zusammenbringen, das gemeinsam mal als gemeinsame Herausforderung zu begreifen. Wir sind sehr zufrieden mit dem Interesse, auf das der Wettbewerb gestoßen ist. 40 Bewerber sind im Rennen und ich bin gespannt, was im Dezember bei der Jury-Sitzung bei rauskommt. Da haben Sie schon ganz viele Punkte angesprochen, die wir gleich im Einzelnen nochmal aufdröseln möchten. Im Juni startete der Wettbewerb und jetzt im Oktober werden die ersten oder überhaupt die Vorschläge dann vorlegen. Wie geht es dann? Was sind dann die nächsten Schritte? Dann kommt die Jury, die sich das anschaut. Was ist tatsächlich vereinbar mit genau den Kriterien, die wir definiert haben? Das ist nicht nur die Stückzahl, das sind nicht nur die Baukosten, das ist nicht nur Baukultur als ganz wichtiges Merkmal, eben weg von der Monotonie der Platte, sondern es muss sich einfügen in das städtebauliche Umfeld. Und natürlich die Fragen, wie sieht es mit energetischen Anforderungen aus, sind die erfüllt, ist das ein hoher Standard, der da bereitgestellt wird, genauso wie die Frage Barrierearmut oder Barrierefreiheit. Das sind alles Kriterien. Im Dezember wird dann geschaut, wer geht als Sieger raus und dann ist die nächste Stufe schon die internationale Bauausstellung in Erfurt 2019 bis 2021, wo die Stadt Erfurt ein sehr ansprechendes Grundstück bereitgestellt hat. Und dort können wir uns dann alle gemeinsam von überzeugen, was da als Sieger durchs Rennen gelaufen ist. Mal rein aus politischer Sicht, welche Vorteile hat das serielle Bauen? Nur aus der Sicht des Politikers. Wir brauchen
Auch das ist ein Ergebnis des Bündnisses für bezahlbares Bauen und Wohnen, dass wir mal geschaut haben, wie hoch sind denn tatsächlich die Baubedarf oder der Bedarf an neuen Wohnraum. Das sind circa 350.000 neue Wohnungen, die pro Jahr gebaut werden müssten. Manche Verbände sprechen von 400.000, dem widerspreche ich auch nicht. Das macht aber die Dimension deutlich, in denen wir uns bewegen. Das werden wir nicht allein über Lückenfüllung oder über Dachaufstockung schließen können. Da brauchen wir wirklich hohe Quantitäten und genau dazu zielt das hin, wie können wir wirklich hohe Quantitäten schaffen, ohne Standards absenken zu müssen. Das heißt also auch natürlich der Blickwinkel, wie ist das an eine bestehende oder auszubauende Verkehrsinfrastruktur angebaut. Wir können keine Ghettos an den Stadträndern bauen, die jenseits von einer Straßenanbindung sind, sondern die Menschen, die in diesen neuen Vierteln, Mike Josef weiß, wovon ich rede, die dort leben sollen, müssen natürlich sofort vom ersten Tag ihres Einzugs Teilhabe am sozialen Leben in der Stadt haben müssen. Also es geht darum, dass die Baukosten zu senken. Nur Herr von Borstel, Herr Westphal, wir wissen ja alle, dass ein Großteil der Kosten durchs Bauland entsteht. Inwiefern kann man denn da eigentlich noch beim Bauen sparen? Ich anfange, Herr Westphal. Gerne. Also dann, von der Einschätzung, von den Gesamtkosten von einer Baumaßnahme, meine Damen und Herren, gehen nur noch 10-15% sind die Rohbaukosten, wenn man die Gesamtkosten betrachtet. Serielles Bauen ist in der Tat, man muss Experimente wagen, man muss versuchen, neue Wege zu gehen, wir müssen Wohnungsbau schaffen, aber ich hüte davor oder ich warne davor, das als Heilmittel zu sehen. Wir wollen keine Plattenbauten, der Staatssekretär hat es gerade schon ausgeführt. Wir wollen auch keine Fehler machen, wie wir es in Westdeutschland in den 70er Jahren gemacht haben, mit folgenden sozialen Schwierigkeiten, die dort auftreten. Deshalb müssen wir sehr wohl achten und auch diesen, angefangen vom Planungsbereich, das architektonische Interesse, das, auch das individuelle Bauen, weiterhin befürworten. Und da, wo das dann nötig ist, wo wir Baukosten senken können, durch verschiedene einzelne Bereiche, indem man Einzelteile rausnimmt, dann die soll man sehr wohl einsetzen. In der Baukostensenkungskommission des Bundes, wo der Herr Adler auch anwesend gewesen ist, war man sich auch, denke ich, einig, dass man die Vielzahl an Unternehmen, die Kreativität, die wir in Deutschland haben, angefangen von den über 100.000 Architekten bis hin zu den 75.000 Bauunternehmen, die wir haben, auch weiterhin unterstützen wollen. Und wir müssen jetzt schauen, wie wir das in dieses Gleichgewicht bringen. Deshalb befürworten wir grundsätzlich diese Ideen. Warnen aber auch gleichzeitig schon davor, wenn es danach auf 5-15 Unternehmen rausläuft, in dem Wettbewerb, den der Herr Adler geschildert hat, ist es natürlich auch, meine Damen und Herren, eine Form von Wettbewerbsbeschränkung. Es ist ein europaweiter Wettbewerb, es sind 5-15 Unternehmen, aber eine Vielzahl an Mittelständler, die das auch hervorragend machen können, bleiben dann erstmal außen vor. Und jetzt müssen wir schauen, wie wir mit der Situation dann entsprechend umgehen. Auch über die Bereiche werden wir gleich noch sprechen müssen. Ich würde ganz gerne erstmal beim Thema grundsätzlich serielles Bauen bleiben. Ja. Das ist ja nun auch nichts Neues. Herr Josef in Frankfurt. Jetzt, ja, Herr Westphal, gerne. Ich hatte Sie ja eben auch angesprochen. Ich habe natürlich als guter Gastgeber gelassen, aber was dazu sagen, würde ich trotzdem gerne. Also da sind wir vielleicht etwas enthusiastischer, weil wir haben uns ja in den Wirtschaftsplan 1,5 Milliarden fürs Bauen in den nächsten 5 Jahren genommen. Und selbst wenn wir jetzt sagen, das sind eben vielleicht nur 50% die Baukosten insgesamt auch mit den Planungskosten, die wir ja damit auch verschränken und sparen wollen, dann sind das immer noch mehrere hundert Millionen Euro. Und ich glaube, da lohnt sich jede Anstrengung, um da, ob das dann auch nur 10% sind, wie auch immer, sich zu bücken und die einzusparen. Also wir erwarten uns davon was. Und wir haben in der Zusammenarbeit mit dem VDW und dem GdW aus einer Studie erfahren, dass in Schweden 20% der Baukosten haben einsparen können. Also ich gebe das jetzt nur so weiter. Wenn das so wäre, wäre das ja ein großartiger Erfolg und aller Mühen wert. Also die haben ja nicht nur die Baukosten, die haben vor allem auch die Schweden die Bauzeit dadurch reduzieren können. Absolut. Werfe ich es gleich in die Runde. Was können denn die Schweden, was wir noch nicht können? Die Schweden haben einen großen Vorteil. Schweden ist ein... Hört man mich? Jetzt, ja. Schweden hat einen großen Vorteil. Und der Herr Adler hat es schon mal mit einmal angedeutet. Schweden als Zentralstaat hat eine Bauordnung. Das heißt, die Strukturen des Bauens funktionieren dort einfacher wie bei uns in Deutschland. Wir haben 16 verschiedene Bauordnungen. Das sind die großen Schwierigkeiten, aber was serielles Bauen angeht, dass beispielsweise manche Bundesländer erwarten noch einen Abstellraum von 6 Quadratmeter. Andere erwarten ab 4 Zimmer eine zweite Toilette. Das heißt, es ist für unsere Unternehmen, die in den 16 Bundesländern arbeiten, wesentlich schwieriger. Das heißt, die Kosten
Kosten, die auf die Unternehmen zukommen, im Planungsbereich bis hin eigentlich, bis die Baugenehmigung erteilt wird und losgelegt werden kann, das sind Riesenkosten. Wenn uns das gelingt, das zu reduzieren, kommen sie in der Tat, wie von Dr. Westphal angedeutet, zu entsprechenden Kostenreduzierungen. Aber das sind wir erst am Anfang einer Phase und da müssen wir dran arbeiten. Das wäre aber auch etwas, was ganz klar an die Politik gerichtet wäre. Herr Adler, würden Sie sowas mit nach Hause, nach Berlin nehmen wollen? Das habe ich schon in Berlin auf dem Tisch. Das habe ich seit mehreren Jahren auf dem Tisch. Ich habe heute Morgen zum Beispiel, das war mein erster Termin heute auf der Expo Real, wieder mit einem Ländervertreter gesprochen, um da wieder den nächsten Schritt in Richtung einer harmonisierten Musterbauordnung der Länder zu bringen. Es ist ein Riesenproblem, dass wir nach wie vor 16 verschiedene Landesbauordnungen haben. Jeder Investor muss schauen, wie sind die Bestimmungen da, wie sieht das mit Abstellräumen, mit Stellplatzverordnungen, mit anderen Dingen aus. Da wirklich mal harmonisieren, nicht vereinheitlichen, das ist ein Unterschied, aber da voranzugehen und zu sagen, jetzt lasst uns da wirklich mal ansetzen. Erstens, was ist denn heute eigentlich schon in allen 16 Landesbauordnungen einheitlich? Was muss gar nicht mehr harmonisiert werden? Das mal festzuschreiben in einem ersten gemeinsamen Teil, in einem zweiten festzustellen, was ist relativ leicht zu harmonisieren in einem Zeitraum vielleicht 1-2 Jahren. Und dann der Annex NRW und Annex Baden-Württemberg und Annex Hessen zu sagen, das sind wirklich Knackpunkte, ob das die Regelung zur Barrierefreiheit ist, zur Fassadenbegrünung in Baden-Württemberg, wovon sich die Baden-Württemberger wahrscheinlich nicht verabschieden wollen, das dann festzuschreiben mit einem Expertengremium, zu sagen, in den nächsten, von mir aus auch 10 Jahren, schaut zu, dass dieser Annex nicht länger, sondern kürzer wird, dass dieses Maß an Harmonisierung höher wird, dass jede Baunorm, die neu dazukommt, sich einordnet in den harmonisierten Teil und nicht in den Länderteil, der schwer zu harmonisieren. Das ist eigentlich die Aufgabe. Ich merke vorsichtig Bereitschaft bei den Ländern, aufeinander zuzugehen. Und muss dazu sagen, der Bund hat dabei überhaupt kein Wort mitzureden, gar nicht. Deshalb weht mir da immer ein eiskalter Wind um die Ohren, wenn ich es anspreche. Wir sind sogar bereit, als Bund, der nichts beizusteuern und nichts mitzureden hat, dieses Expertengremium mitzufinanzieren. Weil uns das so wichtig ist, dass wir auch im Sinne eines seriellen Wohnungsbaus, aber auch bei vielen anderen Bedarfen, die wir zur Behebung der Wohnungsengpässe in Deutschland haben, darauf dringend angewiesen sind. Aber Ihnen zuckt es, ja, Herr Josef. Also ich sage, wenn wir jetzt über serielles Bauen reden, dann gehört natürlich die Bauforschung essentiell mit dazu. Und da ist die Nassauische Heimstätte ja sehr aktiv. Da unterstützt der Bund auch, um quasi letztendlich auch zu erforschen, welche Möglichkeiten wir haben. Und es muss ja nicht immer Fertigbau sein, es kann ja auch vorgefertigte Elemente sein, die man beispielsweise mit berücksichtigt, um schneller zu bauen. Also es gibt da auch verschiedene Abstufungen. Aber ich sage jetzt mal, Vorsicht, Vorsicht, das serielle Bauen ist ein ganz kleines Schlaglicht, wirklich ein ganz kleines Schlaglicht in dem Gesamtkontext, über den wir hier diskutieren. Also wir haben ja, was die Kosten angeht, in den Städten verteuert ja vor allem, wenn man sich die Grundstückspreise anschaut. Dann kommen natürlich auch die Standardisierungen. Also wir versuchen ja, haben ja auch mit dem Herrn Westphal an und geredet, beispielsweise über Stellplatzvorgabe und so weiter und so fort runterzugehen, um das Bauen nicht noch weiter zu verteuern. Die Nachfrage ist riesig und wir haben die Niedrigzinsphase. Also das sind alles Bereiche, die letztendlich das Bauen insgesamt sehr teuer machen. Und was die Geschwindigkeit angeht, also wir können ja jetzt nicht nur über Quantität reden, weil am Ende muss ich eine Akzeptanz vor Ort schaffen. Ich kann jetzt quasi keine monotonen Quartiere bauen, die gleich aussehen, sondern wir brauchen die Vielfalt in der Architektur, die Vielfalt im Städtebau und wir brauchen auch Qualitäten. Qualitäten sind Architektur, sind aber auch Grünflächen, Freiflächen, ÖPNV, die Nutzungsvielfalt insgesamt, Einkaufsmöglichkeiten, Schulinfrastruktur. Und das alles muss ich mit berücksichtigen. Bei den ganzen Vorgaben, die wir heute haben, planungsrechtliche Vorgaben, Abstimmung, Bürgerbeteiligung, Abstimmung innerhalb der Politik, all das, das sind ja die wesentlichen Sachen, die das Ganze so verzögern. Und da ist, sage ich jetzt mal, das serielle Bauen, um mal ein bisschen Wasser in den Wein zu schenken, wirklich ein ganz kleiner Bereich, den man mal mitdenken kann. Und dann kann man vielleicht an der einen oder anderen Stelle innovativ denken und weiterschauen. Aber das löst jetzt nicht das Grundsatzproblem, das wir in vielen Städten haben bei uns. Deswegen sage ich, Vorsicht, Vorsicht, jetzt alles quasi in das serielle Bauen zu stecken und zu glauben, damit lösen wir das Wohnungsproblem in den Städten. Weil es geht eben nicht alleine um Quantität, sondern wenn die Qualität am Ende darunter leidet, schaffen wir vor Ort keine Akzeptanz für den Weiterbau unserer Städte.
Ich glaube, also das ist die grundsätzliche Problematik, die hier überall auf der Messe ja zu sehen und zu hören ist. Und deswegen trotzdem, Kleinvieh macht auch Mist. Und deswegen denke ich, dass man mit dem seriellen Bauen in kleinen Schritten einen Teil der Lösungen finden kann. Und deswegen würde ich gerne trotzdem nochmal beim Thema seriellen Bauen bleiben. Denn gerade in Frankfurt hat man ja Erfahrungen damit. Mit dem Ernst May schon in den 20er Jahren wurde seriell gebaut. Dank der Frankfurter Küche. Kennen Sie die Frankfurter Küche, das Modell? Seien Sie froh, dass Sie es nicht kennen. Vielleicht können Sie es uns ganz das heißt, kurz... Die Frankfurter Küche war ja wirklich revolutionär und vieles hat sich bis heute überlebt. Also man hat ja wirklich sich angeschaut, wie bewegen sich quasi die Nutzer einer Küche und wo muss was stehen, hat man vielleicht dann erklären auch die Küche, Sie ganz kurz das Modell. Küche konzipiert. Naja, wie hoch beispielsweise die Spüle sein muss, wo ist quasi, wenn ich mich wegdrehe, der Herd, um direkt in einem Handzug, einen Handgriff, quasi meine Arbeit verrichten zu können. All das wurde vorausschauend geplant. Und war nicht quasi auch noch die Dusche in der Küche? Ja, da würden wir jetzt, also ich würde jetzt als Revolutionäres bei der Frankfurter Küche bleiben, nicht unbedingt beim Frankfurter Bad, wenn wir uns darauf vielleicht verständigen können. Aber ich finde auch, wenn man über das neue Frankfurt redet, was wurde denn mit dem neuen Frankfurt unter Ernst May geschaffen? Man hat innerhalb von kurzer Zeit, innerhalb von 4 Jahren, auch über Standardisierung, aber durchaus mit einem qualitativen Anspruch. Es gab durchaus einen qualitativen Anspruch, wenn Sie sich heute Ernst May, wenn Sie sich in Frankfurt die Quartiere anschauen, allein der Bezug zur Grünfläche, zum Außenraum, zum öffentlichen Raum, all das, was war zutiefst durchdacht und was ja das neue Frankfurt ausmacht, ist ja nicht nur die Standardisierung, sondern dass man innerhalb von 4 Jahren fast 10.000, 12.000 Wohnungen für eine breite Schicht der Bevölkerung zur Verfügung gestellt hat. All das macht ja letztendlich auch Ernst May und das neue Frankfurt aus. Die Standardisierung war ein Teilbereich. Aber vor allem die Geschwindigkeit, der Bezug zum öffentlichen Raum und die Versorgung einer breiten Schicht der Bevölkerung mit Wohnraum, das ist ja letztendlich hängen geblieben. Ich sage manchmal ketzerisch, bei den ganzen Abstimmungsphasen und Vorgaben, die wir heute haben, hätte wahrscheinlich Ernst May keine 1.000 Wohnungen gebaut. Also man muss es auch immer im zeitlichen Kontext sehen. Über Ernst May schwärmen, da hört sich das serielle Bauen ja auch schon wieder sehr viel positiver an. Und Herr Westphal, die Unternehmensgruppe, die hat ja auch noch einen Bestand von Ernst May. Ist das so noch ein Vorbild für serielle Bauen? Also wir sind jetzt beide ganz fitte Experten, weil wir gerade vor wenigen Tagen 90 Jahre Heimatsiedlung, eine Ernst May-Siedlung gefeiert haben und der Herr Josef beim Symposium dabei war. Also von daher sind wir jetzt mittendrin im Thema. Es ist natürlich so, Ernst May hat in wenigen Jahren knapp 10.000 Wohnungen das neue Frankfurt erstellt. Das Motto war Sonne, Licht, Luft. Und da sehen Sie aber auch, er hatte auch die entsprechende Fläche. Deswegen würde ich nicht unbedingt dagegen wetten, dass er heutzutage nicht mehr diesen enormen Output hätte. Also das ist natürlich schon sehr viel schwieriger geworden. Wir konzentrieren uns im Moment auf Innenergänzungen, das heißt, wir haben serielles Bauen, aber eben im Rahmen unserer Siedlungen. Ich will das Wort Nachverdichtung ja nicht in den Mund nehmen, aber das ist natürlich das Thema, wo wir seriell jetzt bauen und unsere Wohnungsbestände ergänzen um das, was wir nicht haben, nämlich Kleinstwohnungen und große Wohnungen in den 50er, 60er Jahre Siedlungen. Das ist unser Thema. Das heißt, Sie ergänzen seriell momentan mehr, als dass Sie neu bauen? Das ist so, ja. Mhm. Aber wenn wir die Flächen hätten, er arbeitet ja an B-Plänen, dann ist das durchaus auch eine Option. Ganz kurz, ich will, Herr von Borstel, Sie haben schon ganz tief Luft geholt. Ja, also in der Tat, das Nadelöhr sind die Flächen. Ich meine, eine Stadt Frankfurt in der Größenordnung von Erfurt, von der Fläche, mit einer Einwohnerzahl, die das Dreifache entspricht, hat natürlich Probleme, das ist nachvollziehbar. Aber was treibt uns als Bauwirtschaft um? Wir wollen zum einen bauen, Thema ist unter dem Begriff serielles Bauen, den sozialen Wohnungsbau unterstützen. Wir möchten aber auf der gleichen Zeit auch unterstützen, dass der Mietwohnungsbau, das sind viele, die ja auch nach einer Mietwohnung suchen, hier auch was geben. Und da stellen wir einfach wieder fest, auch da funktioniert es nicht, weil die Anforderungen im sozialen Wohnungsbau teilweise durch Kredite von der WIBank bei uns in Hessen, teilweise aber auch von anderen staatlichen Stellen ganz, ganz unterschiedlich gegeben werden. Teilweise erwartet man im sozialen Wohnungsbau, dass es schon barrierefrei gemacht wird, die Wohnung. Und im Mietwohnungsbau nicht. Das heißt, wir müssen dann feststellen, dass teilweise im sozialen Wohnungsbau einen anderen Wohnraumzuschnitt besteht als im Mietwohnungsbau. Und da müssen wir schon aufpassen, wie wir mit dieser Situation umgehen. Und da kann vielleicht serielles Bauen nur begrenzt weiterhelfen, sondern wir müssen schauen, wie es uns insgesamt gelingt, für unsere Bevölkerung sozialen Wohnungsbau zu stärken und den Mietwohnungsbau aber genauso zu unterstützen.
Dann werfen wir vielleicht auch ein bisschen einen größeren Blick auf die Sache, Herr Fallers. Sie haben mit Ihrem Forschungsinstitut Questio haben unlängst eine Studie durchgeführt zur Struktur des Wohnungsneubaus. Was kam dabei raus? Ja, dabei kam Verschiedenes raus. Aber zunächst möchte ich mal die Fragestellung kurz benennen. Wir haben diese Studie 2014 angefangen. Da war eigentlich seit 6 Jahren sichtbar, dass wir anziehende Wohnungsmärkte haben, dass wir mehr Wohnungsbau brauchen. Die Preise zogen seit 2008, 2009 zogen die an und wir stellten 5, 6 Jahre lang fest, es passiert eigentlich viel zu wenig. Und in dieser Situation haben wir diese Studie begonnen, hauptsächlich mit der Frage, wer baut eigentlich was, wohin, aus welchen Gründen, also wie sind die Investitionsmotive, wie ist die Struktur des Wohnungsneubaus, was da auf den Markt kommt, aber natürlich auch mit der Frage, wo sind die Restriktionen bei einer Ausweitung der Bautätigkeit. Und das simple Ergebnis ist jetzt hier am Tisch schon mehrfach gefallen. Die Restriktion, die Hauptrestriktion ist das Bauland, sind die verfügbaren Grundstücke. Und es ist nicht wie in früheren wohnungspolitischen Zeiten, wir haben unsere gesamte Wohnungspolitik eigentlich nach dem Krieg konzipiert, da hat man Kapitalmangel. Und Wohnungspolitik zielte darauf, Kapitalmangel zu beheben, Bausparförderung zu machen, preiswerte Darlehen zu vergeben, Steueranreize zu geben. Also wir hatten Kapitalmangel in aller Orten und Wohnungspolitik war Mobilisierung von Kapital für den Wohnungsbau und damals war Boden kein Problem. Die Städte hatten eine Wachstumsbereitschaft und man wollte den Wiederaufbau, man hatte einen Konsens, die Städte durften auch nach außen wachsen. Und ich beschreibe das so ausführlich, weil das all die Punkte sind, die wir heute nicht mehr haben. Wir haben eigentlich zu viel Kapital im Wohnungsbau, sage ich mal überspitzt. Und wir haben zu wenig Bauland. Und dieses zu wenig Bauland, also das ist auch das, was sozusagen die Investoren alle gesagt haben in den Investoreninterviews, dieses zu wenig Bauland, das hat verschiedene Ursachen, die man mit der großen Überschrift versehen könnte, Handlungsfähigkeit der Kommunen in diesem Kontext. Handlungsfähigkeit der Kommunen in verschiedenerlei Hinsicht. Wir haben eine Priorisierung der Innenentwicklung. Das haben wir auch in unserer Studie festgestellt. Die Städte sind fast eindeutig, also 80% der Bautätigkeit passiert in der Innenentwicklung. Also diese Idee Innen-vor-Außen-Entwicklung ist so prominent und präsent, dass wir fast nur noch in der Innenentwicklung, also kleinteilig im Inneren auf teuren Grundstücken bauen. Also wir bauen nicht mehr nach außen. Die Frage ist, können wachsende Städte und wachsende Regionen ohne Außenentwicklung auskommen, ist eine erste Frage. Eine zweite Frage ist aber, wie mobilisieren wir diese Innenentwicklungsreserven? Und da haben wir viele, viele Restriktionen. Die vergangene Bautätigkeit seit Anfang der 2000er Jahre war auf die Innenentwicklung konzentriert. Die guten Grundstücke sind größtenteils weg. Es sind die Grundstücke übrig geblieben, die schwieriger mobilisierbar sind, die vielleicht ein belastetes Umfeld haben und wo es eben nicht von selber funktioniert. Und da haben wir zu wenig Instrumente, die zu mobilisieren. Die Kommunen sind auch finanziell und personalwirtschaftlich ausgeblutet, diese dann auch arbeitsintensiven Prozesse voranzutreiben. Wir haben eine kritische Bürgerschaft vor Ort, die sich gegen die Projekte zur Wehr setzt. Auch das will sinnvoll behandelt werden. Also die Handlungsfähigkeit der Kommunen in verschiedenerlei Hinsicht bei der Mobilisierung von Bauland, aber auch bei der Akzeptanzschaffung in der Bevölkerung. Sie sprachen von Qualität und von all diesen Themen. Da müssen wir sehr viel mehr tun. Also wenn wir Geld irgendwo mobilisieren, dann in diese Richtung Handlungsfähigkeit der Kommunen, Stärkung der Kommunen bei der Baulandentwicklung. Sie hatten zwei weitere, Herr Adler, ja, sehr gerne. Einen kleinen Punkt ergänzen, den Dr. Westphal angesprochen hat, dass er gesagt hat, wir hatten ja schon mal Zeiten des seriellen Bauens, in welcher Qualität auch immer, da müssen wir draus lernen, aus West und Ost, da müssen wir gemeinsam die Lehren draus ziehen, aber was da fehlte, waren entweder die Kleinstwohnungen oder die Großfamilienwohnungen. Und das geht genau in unseren Wettbewerb nicht rein. Das ist nicht nur ein Wettbewerb, ich nenne es auch mal das Experiment, unser experimentelles Bauen, sondern es ist auch Modulbauten in den Vordergrund zu rücken, um da viel flexibler werden zu können. Wir haben heute das Problem, wenn wir über die Wohnungsknappheit und die Wohnungsmängel sprechen, es ist zu wenig gebaut worden und es ist oftmals am falschen Ort gebaut worden. Leerstände gegen Knappheiten. Auch das hält sich ja überhaupt nicht die Waage. Das dritte Problem ist aber, und das ist ein Luxusproblem, dass wir in den vergangenen Jahrzehnten schon bei Kriegsende begonnen, wachsende Wohnungsgrößen haben. Also pro Nase hatten wir 1945 15, 16 Quadratmeter. 1970 waren wir beim Doppelten, bei 30 Quadratmeter. Heute sind wir bei 46 Quadratmeter pro Person.
Das ist ein Luxusproblem. Das ist schön, dass wir uns das alle leisten können. Da will auch niemand reglementierend eingreifen, überhaupt nicht. Das soll so sein. Das Problem ist aber bei Personen, die allein wohnen, weil sie verwitwet sind, weil sie getrennt leben, weil die Kinder ausgezogen sind, dann leben sie auf 100 Quadratmetern in 4 Zimmern und sagen, die Hälfte reicht mir vollkommen aus und ich würde auch gerne ein bisschen bei meiner Rente von der Miete sparen. Das funktioniert aber nicht. Wenn ich in Frankfurt jetzt umziehe und eine Zweizimmerwohnung 50 Quadratmeter anwohne, ziehe aus der Wohnung, in die ich 1960 eingezogen bin, aus den 100 Quadratmetern um, zahle ich den Umzug und ich zahle am Ende mehr Miete, als ich vorher in 100 Quadratmetern bezahle. Da anzusetzen, entweder indem ich sage, im bestehenden Wohnungsbestand gucke ich gerade bei großen Unternehmen, bei großen Wohnungsunternehmen, können wir da nicht ein Wohnungsmanagement einbauen, dass die Leute sich melden können, die sich gerne verkleinern wollen. Es gibt diese ersten Erfahrungen jetzt, die ziehen in eine kleinere Wohnung und sie nehmen ihren alten Mietvertrag mit in die neue Wohnung. Sie halbieren tatsächlich die Miete, wenn sie auf halber Wohnungsgröße wohnen. Das andere ist, und da setzt unser Wettbewerb an, Modulbauten herzustellen, sehr, sehr anspruchsvoll, wo wir wachsenden Bedürfnissen Rechnung tragen können, wo ich eine Wohnung halbieren kann durch den Einbau eines neuen Bades. Das ist technisch wunderbar möglich. Und die Leute müssen überhaupt nicht im Alter umziehen. Sie können in dieser Wohnung wohnen bleiben und nebenan wird noch eine Single-Wohnung frei. Herr Dr. Westphal, inwieweit ist das in Ihrer Unternehmensgruppe schon angedacht oder vielleicht schon angeschoben? Also es würde mich jetzt überfordern, die Anzahl der Incentive-Programme aufzuzählen, wo wir versuchen, auch gefiltert die alleinstehenden Damen oder eben nach Alter und Geschlecht genau unsere Mieterinnen, die betrifft es meistens, anzusprechen und ihnen das Erdgeschoss schmackhaft zu machen, den Umzug, die Kosten zu übernehmen. Also wir immer wieder rollen wir diesen Stein den Berg hoch, aber wir sind da nicht besonders erfolgreich. Ich komme gleich zu Herrn Josef, ganz schnell. Herr von Borstel, Sie wollten direkt was dazu sagen. Nee, lassen Sie erstmal Herrn. Okay, Herr Josef, dann Sie direkt. Schon, weil Gunter Adler gesagt hat, wir werden jetzt nicht über die Grundrisse und es wird immer größer, der Wohnraum für die Personenhaushalte, die es letztendlich nutzen. Ich finde schon, wir müssen genau darüber reden, auch mit Blick auf Modulbauten. Also wenn es eine Möglichkeit gibt, das in Kombination zu bringen, dann müssen wir durchaus auch über die Grundrisse reden. Es kann doch nicht sein, dass wir teilweise Stadtteile haben, wo die Bevölkerungszahl nicht steigt, wir aber Flächen versiegeln, weil letztendlich mittlerweile für eine Vierzimmerwohnung 120, 130 Quadratmeter gebraucht wird, wo ich sage, da lügen wir uns doch auch selbst an, da machen wir uns doch was vor. Wir reden über Energieeffizienz und Energiegewinnung, bauen aber immer größer, der Verbrauch pro Person wird immer größer. Das heißt, wir werden energieeffizienter, aber der Verbrauch wird nicht tatsächlich weniger, weil wir viel mehr Raum mittlerweile brauchen für die Nutzung. Und deswegen glaube ich, wenn wir über serielles Bauen reden, auch über Ergänzungsbauten. Und wir haben in Frankfurt ja mittlerweile 54% Single-Haushalte. Wir haben nicht üppig mehr Flächen, so wie es vielleicht vor 100 Jahren, 80 Jahren oder zu Ernst May war. Werden wir nicht daran vorbeikommen, das zu kombinieren und auch über die Grundrisse von Wohnraum reden? Wir können nicht mehr so groß denken, wie es in den letzten 10, 20, 30 Jahren der Fall ist. Ich finde, da machen wir uns auch was vor. Mhm. Herr von Borstel? Ja, da hat Herr Josef natürlich auch recht, dass wir uns diese Fläche nicht irgendwo immer weiter entsprechend entwickeln können, was dem Einzelnen als Quadratmeter zur Verfügung steht. Aber mir ist es für Frankfurt, ist für mich zu kurz gesprungen. Wir haben hier die Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main und das Problem kann Frankfurt bei aller Wertschätzung der Frankfurter Stadtpolitik, kann Frankfurt nicht alleine lösen. Schauen Sie, wir haben den Vogelsberg, der gar nicht weit weg ist von uns, da hat man rückgehende Bevölkerungszahlen, weil die jungen Leute wegziehen, da zieht kein neuer dazu, werden keine neuen Baugebiete ausgewiesen, die aber alle nach Frankfurt ziehen möchten, weil morgens die A5 beispielsweise komplett überfüllt ist. Das heißt, wir müssen die Probleme, wir haben sie schon herausgearbeitet, es liegt am Bauland, die müssen wir insgesamt lösen als Region. Und da müssen wir auch schauen, dass die entsprechend, das ist für uns als Bauverband und als Bauwirtschaft auch wichtig, dass die Infrastruktur dem natürlich auch Rechnung zu tragen hat. Die muss funktionieren. Es muss sowohl die Straßen als auch der öffentliche Personennahverkehr, muss mir die Möglichkeit geben, wenn ich schon mir keine Wohnung mehr in dem Luxussegment in Frankfurt leisten kann, und Sie haben es in der Tat geschildert, die paar Bauten oder Plätze, die noch frei sind, werden als luxusteure Wohnungen gemacht. Da kommen vielleicht auch irgendwann mal Banker, die aus London hierher kommen, da rein. Aber wir brauchen für die normale Bevölkerung Wohnraum.
Und da plädiere ich dafür, das als Globalbetrachtung zu sehen und dass man gemeinsam versucht, diese Aufgaben zu lösen und auch entsprechend Wohnraum schafft und da aber auch mit ÖPNV und mit Straßenanbindung hier Lösungswege für die Bevölkerung zu reißen. Herr Adler. Ein Satz, ja. Um das richtig zu stellen, was Marc Josef gesagt hat. Wir liegen ja überhaupt nicht auseinander. Was ich meinte, wir wollen nicht an die Wohnungsgrößen ran, niemand hat vor, die Senioren rauszudrängen aus den 100 Quadratmeter Wohnungen, sondern wenn es darum geht, und wir haben diese Probleme, dann geht es darum, attraktive Angebote der Verkleinerung zu machen, die tatsächlich eine Win-Win-Situation für die Mieterinnen und Mieter als auch für die Unternehmen sind. Das ist zur Richtigstellung von der Wohnungsgrößen, die wir durchaus in den Blick nehmen müssen, aber wir wollen niemanden verdrängen. Das andere, Wohnungsgrößen und Wohnungsflächen, ja, auch das ist Teil oder ein Kriterium unseres Wettbewerbs, dass wir schauen, wie können wir die Verkehrsflächen reduzieren, um weniger Flächenbedarf zu haben. Bin ich einverstanden? Ich wollte mal einen Punkt ergänzen. Es ist absolut d'accord. Wir werden in Frankfurt auf dem jetzigen Wohnungsmarkt bei dem Bedarf, bei dem Zuzug, bei dem Wachstum die Herausforderungen nicht alleine bewältigen können. Wir sind in Frankfurt, das sage ich immer wieder, wir sind von der Fläche kleiner als Münster, haben wir fast doppelt so viele Einwohner. Das geht nicht. Irgendwo sind unsere Grenzen auch erschöpft. Deswegen wird das nur in der regionalen Zusammenarbeit stattfinden. Aber jetzt sage ich ja, in der Politik geht es ja immer um die Sache. Dann bedeutet das aber auch, und da sind wir auf einer anderen Ebene, dann müssen aber auch Entscheidungen darüber getroffen werden, wo Bauland entstehen soll und wo Bauland entwickelt werden soll. Und da fängt es schon an. Ich kann Ihnen nur sagen, wir haben vom regionalen Flächennutzungsplan in der Region bisher ungefähr 15% umgesetzt bei der Wohnbaulandentwicklung. Und das liegt nicht immer nur an sachlichen und fachlichen Fragen, sondern es liegt durchaus auch daran, dass die nächste Wahl irgendwie vor der Tür steht. Und das kriegen wir nicht sachlich und fachlich geklärt, sondern da braucht es eine enge Abstimmung, eine Zusammenarbeit und vor allem auch das Bewusstsein dafür, dass wenn wir heute nicht die Grundlagen dafür schaffen, in die Wohnbaulandentwicklung, in die Infrastruktur, insbesondere den ÖV, jetzt zu gehen und Entscheidungen zu fällen, dass heute die Grundlagen dafür geschaffen werden, wer in 10, 15 Jahren überhaupt noch im Ballungsgebiet, im Rhein-Main-Gebiet in Frankfurt noch leben kann. Aber Entscheidungen brauchen wir trotzdem. Und ich habe manchmal das Gefühl, das würde jetzt zu weit gehen, aber dass man so ein bisschen glaubt, die Politik könnte solche Entscheidungen jetzt an die Bürgerschaft abgeben. Also quasi diese Entscheidung, wo sich quasi Städte, wo sich quasi unser Ballungsraum entwickeln kann und soll, wird niemand uns nehmen können, außer die Politik entscheidet es. Aber das passiert halt auch nicht immer. Aber das ist ja auch das letztendlich, Herr Faller, was Sie angesprochen haben. Braucht es eine neue Politik? Also auf der einen Seite weniger Geld, dafür neue Ideen. Herr Adler? Sowohl als auch. Also wir brauchen in der Tat viele neue Ideen. Das ist aber nicht losgelöst von der Bereitstellung der Finanzmittel. Die brauchen wir auch. Wir haben in der letzten Legislaturperiode, in den letzten 4 Jahren, die Mittel erheblich erhöht für den sozialen Wohnungsbau. Wir sind bei 1,5 Milliarden Euro pro Jahr. Das ist ein hoher Stand. Weiterentwicklung 2019, 2020, ungewiss, will ich betonen. Kein Mensch weiß, wie es danach weitergeht, weil die Zuständigkeit vom Bund auf die Länder übergegangen ist. Der Bund wird dann keine Möglichkeiten nach heutiger Verfassungslage haben, überhaupt noch einzugreifen, auch nicht zu finanzieren. Was bedeuten würde, dass die Länder ihre eigenen Mittel vervierfachen müssten. Also da habe ich erhebliche Zweifel, ob das gelingt. Ich habe neulich mit einzelnen Ländervertretern darüber gesprochen, wie sieht so eine Entwicklung denn überhaupt technisch möglich aus. Die sagen, von vornherein ist uns als Länder verfassungsmäßig verboten wegen der Schuldenbremse, die müssen wir einhalten. Wir könnten, selbst wenn wir wollten und selbst wenn der Finanzsenator mitmachen würde, die Mittel nicht vervierfachen. Ich habe da ein mulmiges Gefühl und deshalb haben wir auch schon in den letzten Monaten uns ganz klar für eine Grundgesetzänderung ausgesprochen, damit Bund und Länder gemeinsam, nicht getrennt, sondern gemeinsam weiter für den Wohnungsbau gestaltend eingreifen können. Dessen ungeachtet brauchen wir neue Ideen, deshalb der Wettbewerb, deshalb sind andere Formen nötig. Und wenn ich vor Ort bin, in vielen Gesprächen mit Marc Josef, mit den Heimstätten, dann merke ich immer, in den Orten selbst sind eigentlich die besten Ideen schon da, weil man da die lokalen Gegebenheiten am allerbesten berücksichtigen kann, ob das Nachverdichtungsmaßnahmen, ob das Quartiersentwicklung oder andere Maßnahmen sind. Das zusammenzuführen ist, glaube ich, eine lohnende Aufgabe. Herr Faller, Sie wollten noch mal dazu? Ich würde gerne noch mal auf das Thema auch regionale Zusammenarbeit zurückkommen, weil das scheint mir auch eine Schlüsselstelle zu sein. In der früheren Stadtentwicklung waren wir es ja gewohnt, die wachsenden Städte durch immer neue Eingemeindungswellen sozusagen auch zu administrativen, handlungsfähigen Einheiten zusammenzuführen. Das haben wir seit den 70er Jahren eigentlich nicht mehr gemacht. Die letzte Eingemeindungswelle in Nordrhein-Westfalen war 74, da haben wir nochmal eine kommunale Neugliederung gehabt. Und seitdem wachsen die Städte
über diese Grenzen hinaus, aber haben keine sozusagen politische Einheit in der Steuerung von Siedlung, Verkehr, Landschaft. Das ist ein zersplittertes, eine zersplitterte Hoheit und kein rationales System, was wir da gepflegt haben. Und da müssen wir drüber hinaus. Seitdem ich berufstätig bin, seit gut 20 Jahren, schreibe ich auf Wunsch jeder kommunalpolitischen Vertretung und jedes Stadtplaners in jedes wohnungspolitische Handlungskonzept rein, ja, wir müssen die kommunale Zusammenarbeit intensivieren. Ich komme immer 5 oder 10 Jahre später wieder hin und frage, was ist passiert? Nichts ist passiert. Ja, das ist so schwierig, wir müssen erst Vertrauen aufbauen. Ich habe daraus eine bittere Lehre gezogen. Ich habe die Lehre gezogen, die kleinen Kommunen sind allein nicht in der Lage, diese Barrieren zu überwinden. Sie müssen entweder in die kommunale, regionale Zusammenarbeit gezwungen werden von Bund und Land oder eben ganz starke Anreize haben. Das Anreizsystem ist interessanter. Man müsste ihnen sozusagen die Möglichkeiten geben, eine integrierte gemeinsame Flächennutzungsplanung mit einer integrierten Verkehrsentwicklung zu geben, mit den notwendigen Investitionsmitteln, um auch Verkehrsinfrastrukturen ausbauen zu können. Und wenn man das als Anreizmechanismus hat und zusätzlich noch, ich sag mal, in manchen Ländern die doch ein bisschen stärker ausgeprägte Gängelung durch die Regionalplanung weglässt und sagt, ihr als Regionen, als kommunal verfasste Regionen, dürft über eure Siedlungsentwicklung abschließend entscheiden. Ihr wägt Naturschutz und Landschaftsschutz gegenüber Siedlung und sonstigen Dingen ab. Also man baut die regionalstaatliche, regionalplanerische Gängelung noch etwas ab. Dann ist das ein zusätzlicher Anreiz für eine starke regionale Zusammenarbeit. Da führt meiner Meinung nach langfristig der Weg hin. Aber verhält es sich mit der regionalen Zusammenarbeit nicht ähnlich wie mit dem seriellen Bauen? Herr Faller, da haben Sie ja vor 20 Jahren auch schon eine Kommission geleitet. Und wie weit sind wir 20 Jahre später? Ja, gut, das habe ich mir eben erspart. Da haben Sie tatsächlich recht. Ich habe 1993 war ich mit meinem damaligen Chef von Empirica, Uli Pfeiffer, waren wir das wissenschaftliche Sekretariat der damaligen Baukostensenkungskommission. Sie hieß damals Kommission zur Kostensenkung und Verringerung von Vorschriften im Wohnungsbau. Natürlich haben wir damals über serielles Bauen geredet. Wir haben nach Holland geschaut und geguckt, wie machen die das denn? Bautaktverfahren und all diese Dinge. Natürlich haben wir über die 16 Landesbauordnungen geredet und dass die harmonisiert werden müssen. Natürlich, das haben wir alles besprochen. Aber wir hatten damals eine zentrale Erkenntnis, dass teure Bauen wird vor allen Dingen durch die Märkte, durch die enger werdenden Märkte erzeugt und weniger durch gesetzliche Standards. Das ist heute ein bisschen anders geworden, weil wir haben natürlich im Rahmen unserer gesellschaftlichen Entwicklung sowas wie eine Erwartungsinflation, auch an den Wohnungsbau. Der muss die ökologischen Probleme mitlösen, der muss darf nicht gesundheitsgefährdend sein, er muss die Nachbarschaften befrieden, er darf keinen Verkehr erzeugen, er darf keine Konkurrenz um Stellplätze erzeugen und. Und diese Erwartungsinflation, die hatten wir vor 20 Jahren noch nicht. Das ist für mich ein neues Phänomen und das macht das Problem auch so schwer zu handeln, auch in der Bauland- und Grundstücksentwicklung, mit diesen vielen Erwartungen kreativ umzugehen. Herr von Borstel, wollten Sie dazu noch was sagen? Gerne zwei Sätze zum Herrn Josef. Ich würde sagen, Sie sind auf dem richtigen Weg. Wir müssen uns davon abkommen, zu sagen, ich schiebe alles an die Bevölkerung zurück und die sollen die Entscheidung treffen. Egal in welcher Kommune Sie in Deutschland wohnen, Sie werden sich immer grundsätzlich mal kritisch zum Neubaugebiet ausweisen. Es sei denn, es ist für die eigenen Kinder. Weil Sie sagen, da kommt Lärm, da kommt Schmutz, da werden Baumaßnahmen gemacht. Deshalb müssen wir es zurückführen für die politischen Entscheidungsträger, dass die gemeinsam sagen, wir sind gewählte Volksvertreter, wir müssen jetzt auch die Entscheidung für die Zukunft treffen. Wenn wir wirtschaftlich erfolgreich bleiben möchten als Metropolregion Rhein-Main, dann müssen wir heute in der Tat den Grundstein dafür legen. Dann müssen wir aber auch heute Wohnraum zur Verfügung stellen, um qualifizierte Leute, und die Probleme haben unsere Unternehmer ja auch, das Thema Demografie will ich nicht aufmachen und auch aufbohren, aber um qualifizierte Leute ins Rhein-Main-Gebiet zu bekommen, müssen sie natürlich auch den Wohnraum präsentieren können. Und wenn der dann fehlt, dann überlegt sich sehr wohl eine interessierte junge Frau oder junge Mann, bewerbe ich mich jetzt für eine Stelle in Frankfurt oder gehe ich dann woanders hin, wo es vielleicht finanziell einigermaßen günstiger ist, aber nicht ein paar Euro weniger verdiene. Also daher, Herr Josef, diesen Weg muss gewählt werden. Sie sind Volksvertreter und da müssen da auch manchmal unpopuläre Entscheidungen getroffen werden. Also ich kann Sie da nur unterstützen. Das nimmt Herr Josef mit. Das Thema ist so spannend, doch mit Blick auf die Uhr müssen wir irgendwo einen Punkt setzen und ich würde ganz gerne noch einen ganz kleinen Umweg laufen, den Sie ganz am Anfang angesprochen haben. Das Thema Altersarmut und wie man mit Eigentum dagegen vorgehen kann. Geht das heute tatsächlich noch so oder ist es nicht eher so, dass viele ältere Menschen heute ein Haus besitzen, irgendwo auf dem Land, das sie gar nicht mehr verkaufen können, weil es nichts mehr wert ist? Sowohl als auch. Einen Satz noch zu Herrn von Borstel.
Sie haben vollkommen recht, wenn Sie sagen, wir haben Wettbewerbsnachteile, gerade bei großen Unternehmen in den Ballungsgebieten, wenn nicht ausreichend bezahlbarer Wohnraum da ist. Bezahlbar ist ein sehr vager Begriff. Also wir haben gestern eine Diskussionsrunde gehabt, unter anderem mit Volkswagen Immobilien, mit der Bahn, die leider Gottes irgendwann mal aus dem Mitarbeiterwohnungsbau ausgestiegen sind oder wie es damals hieß, der Werkswohnungsbau. Wir haben das jetzt im Bundesbauministerium wieder aktiviert. Wir haben wieder einen Gesprächskreis mit den Arbeitgeberverbänden, mit der IHK und anderen größeren Unternehmen aufgesetzt, um zu schauen, wie kann man das reaktivieren, auch durchaus in Kooperation mit Wohnungsunternehmen, dass man tatsächlich wieder einen Wettbewerbsvorteil schafft, indem ich meinen Mitarbeitern, die ich nach Frankfurt, nach München, nach Hamburg oder Berlin hole, möchte, tatsächlich Wohnraum anbieten kann. Das ist ein erheblicher Vorteil. Bei VW war es so, da geht es gar nicht um die unteren Preissegmente, da geht es eher ums mittlere und obere Management, die keinen angemessenen Wohnraum in den Bedarfen, die sie selber definieren, in Wolfsburg schaffen. Ich drehe auch mal die Kurve, ich nehme auch den Bund da in die Pflicht. Also wenn wir wollen, dass Bundespolizisten in Frankfurt am Flughafen arbeiten, zu den Tariflöhne, die wir im öffentlichen Dienst bezahlen oder in der Beamtenbesoldung. Wenn wir wollen, dass Zöllner am Flughafen in München arbeiten, dann muss auch der Bund irgendwo schauen, wie er seinen eigenen Mitarbeitern und Bediensteten angemessenen Wohnraum zur Verfügung stellen kann. Das ist, glaube ich, eine große Aufgabe für die nächste und genauso für die übernächste Legislaturperiode. Zur Altersarmut und im Eigentum. Selbstverständlich ist das ein Mittel, eins neben anderen, das Risiko von Altersarmut zu minimieren. Wenn ich die Eigentumsförderung anbiete, wenn ich neue Mittel anbiete, jungen Familien Eigentumsbildung zu ermöglichen. Wir haben das Konzept des Familienbaugeldes, das besagt, ein junges Paar, sagen wir 30, 35 Jahre alt, Doppelverdiener, die durchaus kreditfähig sind, die aber keinen Kredit aufnehmen können, weil das nötige Eigenkapital fehlt. Da unter die Arme zu greifen, das Eigenkapital gemessen an der Zahl der Kinder aufzustocken und dann den Kauf einer Immobilie, das muss nicht immer die Top-Lage sein, aber den Kauf einer Immobilie in angespannten Wohnungsmärkten zu ermöglichen oder auch in Leerstandsgebieten im ländlichen Raum und da aber unter diesem Begriff Jung kauft alt, nicht den Neubau zu fördern, denn das wäre Unsinn, neue Innenortsrandlagen zu bauen, sondern zu schauen, ob ich im Zentrum, wo die Leerstände am größten sind, da die Eigentumsbildung zu ermöglichen. Da reden wir dann nächstes Jahr ausführlich drüber, über dieses Thema ganz allein. Schlussrunde, meine Herren. Herr Faller oder Herr Dr. Westphal, Sie hatten gerade also noch mal Tiefluft geholt. Ich kann das so nicht stehen lassen, lieber Herr von Borstel, dass Sie sagen, ja, Sie sind gewählter Politiker und jetzt kümmern Sie sich darum, da müssen Sie durch. Da müssen wir alle, die damit auch Geld verdienen, deren Beruf es ist, wir müssen dann, egal welche Farbe und wohin der gewählt worden ist, wir müssen dafür sorgen, dass einfach auch gebaut werden kann. Wir haben Gebiete, wir haben Flächen für Tausende von Wohnungen in Frankfurt in B-Planverfahren. Er bringt sie auch noch mit in unsere Rücksprachen. Und wir gehen jeden Monat da durch und es ist ein ständiger Kampf gegen natürlich die Nachbarn, gegen die Anwohner, wie man endlich so einen B-Plan, den es seit 1983 oder 86 gibt, endlich durchführen kann. Der ist auch in Kraft, aber wir können nicht anfangen zu bauen, fehlt noch die Erschließung, fehlt dieses oder jenes. Also da müssen wir dann alle auch an einem Strang ziehen, die wir bauen wollen in solchen Ballungsräumen, weil die Probleme, da können wir dann nicht sagen, sie sind gewählt, Glück auf. Also da müssen wir irgendwie unterstützen, weil das liegt mir schon irgendwie jetzt noch auf der Seele. Wir haben die Grundstücke und, was Sie gesagt haben, wir haben ja auch ganz viel Bauerwartungs- und gewidmetes Bauland in der Region und nur 15% sind in Angriff genommen. Also es gibt ja unglaublich viel, aber da müssen wir alle gemeinsam durch, weil diese ganzen, weiß ich nicht, Bürgerbegehren, Bürgerfragestunden, da kann man natürlich nicht einen alleine hinstellen, weil wir wollen es ja auch bebauen. Ich lade Sie gerne ein. Genau. Ich sag's ja, über dieses Thema könnten wir noch eine Stunde diskutieren. Herr Westphal, ich sehe, Sie holen schon noch mal tief Luft. Jetzt dürfen Sie, jetzt können Sie noch mal. Nochmal. Jetzt, wenn Sie möchten, ergreifen Sie die Chance. Wenn Sie mir noch eine Frage stellen, dann würde ich die auch beantworten. Nein, also wir hoffen, dass wir das schaffen, dass wir eben in den nächsten 4-5 Jahren eben knapp 5.000 Wohnungen bauen und das auch eben im Rhein-Main-Gebiet. Und ich hoffe da eben sehr auf die weiterhin so gute Zusammenarbeit. Seriell, nicht seriell, ist
nicht das Entscheidende, wobei ich beim seriellen Wohnungen würde ich auch noch gern einen Satz zum Abschluss sagen. Vieles, was wir als seriell und monoton empfinden, wird ja sehr gut angenommen von Experten wie von den Mietern. Also ich habe keine Beschwerden gehört von den Bewohnern der Römerstadt, Westhausen, Heimatsiedlung, wie alle die heißen. Das wird ja dann auch belebt und dadurch, glaube ich, muss man sich da keine Sorgen machen, dass serielles Bauen zu monoton ist. Ich glaube, wir müssen uns eher Sorgen machen, dass wir irgendwann mal seriell auch wirklich bauen. Das ist die größere Sorge. An sich ein wunderbares Schlusswort. Ich würde trotzdem gerne noch mal in der Runde ganz kurz fragen, Herr Faller, wenn Sie den Satz beenden müssten, serielles Bauen ist in Zukunft? Wird in Zukunft aufgrund der engen Märkte an Bedeutung gewinnen, aber wir sollten gemeinsam daran arbeiten, dass die Märkte nicht noch enger werden, als sie jetzt schon sind, und das hat wiederum andere Ursachen. Herr von Borstel, wie würden Sie diesen Satz beenden? Also serielles Bauen ist eine Möglichkeit, um in Zukunft kostenbewusst zu bauen, aber nicht die einzige Möglichkeit. Da gibt es eine Vielzahl an weiteren Punkten, die es zu beachten gilt. Herr Dr. Westphal, Sie hatten eigentlich schon, aber wenn Sie wollen, wollen Sie das? Ich reiche jetzt mal weiter, ich will ja hier nicht. Herr Josef. Es wird zukünftig ein Baustein von vielen werden, den wir nochmal stärker in der Wohnbaulandentwicklung berücksichtigen werden, wenn die Qualität auch stimmt. Und Herr Adler. Serielles Bauen schafft nicht von sich aus Architekturqualität. Serielles Bauen sorgt nicht von sich aus für Kosten- und Termintreue. Aber es kann ein Modell sein, ein Experiment, dem ich mit Spannung entgegensehe. Sehr schön. Dann bedanke ich mich recht herzlich für diese spannende, lebhafte Unterhaltung. Ich denke mal, dass jeder ein ganzes Päckchen mit nach Hause nimmt und in Zukunft daran auch viel Arbeit hat. Ich bedanke mich für Ihre Informationen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wünsche Ihnen allen noch einen erfolgreichen Nachmittag hier auf der Expo Real. Sehr interessant. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Adler. Mach's gut.